So. So. Oh. Was? Ihr klaut meine Ofenkartoffeln nicht. Was ist mit euch? Ah, Dankeschön, Dankeschön. So, da müssen wir aufs Fleisch machen. Glitzernde Melonenscheibe. Was ist das? Ich google. Glitzernde Melonenscheibe. Funkelnde Melonenscheibe. Ich bin erwachsen. Pff. Was bringt die? Da ist Gold drin! Wofür werden die glitzernden Melonenscheiben? Die glitzernden Melonenscheiben dienen sowohl als Grundzutat in einem Basistrank als auch weiteren fortgeschrittenen Tränken. Okay, wir behalten die, aber ich habe keine Ahnung. Also das ist mir schon wieder zu hoch. Das ist mir zu hoch. Danke, Lurker, dass du den Ofen verteidigt hast. Die sind immer alle am Klauen. Die sind immer alle am Klauen und ist mir bewusst und trotzdem schockiert es mich jedes Mal wieder. Mit Blattgold Nobelhobel. Ja, es sind Nuggets, also Goldnuggets außenrum um eine Melonenscheibe. Komm zurück, Dominik. Kann sie doch nicht echt essen. Ja, sowas schmeckt ja auch nicht. Das haut einem ja die Zähne raus. Mein Essen mit euch teilen. Aber sonst geht's dir gut. Oh, shit, jetzt habe ich keine Kartoffeln mehr, die ich einpflanzen kann. Kann ich Ofenkartoffeln einpflanzen? Upsi. Das ist jetzt blöd. Alles nur Eis. Na gut, das erklärt, warum ich hier rumrutsche. Okay. Oh. Also er schmelzt immer noch das Wasser. Ich habe nur irgendwie geschafft, genau da nicht zu stehen. Ich glaube, du hast recht wieder. Ja, ich glaube auch. Ich habe nur noch 10 Kohle, ist halt gar nichts. Schon wieder das Lied. Hä, der stand. Okay, gut. Aber wahrer Profi. Ja. Ja, da so identifiziere ich mich auch. Als wahrer Profi. Was ist das denn? Ist das ein Eisbär? Ein Eisbär? Berti? Die sind nicht aggressiv, oder? Ich hab Angst. Hallo, Berti. Nee, der ist nicht aggressiv. Der sucht nur gerade nach Fisch. Klar, die Wüste neben dem Eis. Was auch sonst? Eisbärbel? Nee, das war Eisbärt. Die da hinten war Eisbärbel. Ist das ein Tier? Ist das ein Büffel? Ein Büffel. Was ist das? Ist das schon wieder ein Dorf? Hä? Was ist das schon wieder? Ich habe keine Zeit für sowas. Hört auf, mir immer irgendwelche Sachen in den Weg zu stellen. Ich habe keine Lust, da rumzubuddeln. Keine Zeit. Schon wieder ein Schiff? Oh Mann, ich will nicht. Ich muss auch. Ich buddel jetzt nicht. Leute, wir wollen unser rosa Biom. Oh, die Playlist wiederholt sich sehr schnell. Oh, ich hätte so gern, dass das Schneebiom in der Nähe wäre. Ich stehe auf Schnee. Ich will da nicht hoch.
Kommt jetzt so ein flaches Cherry-Dings. Das ist echt gemein. Die wollen mich umbringen. Die wollen mich tot sehen. Es wird schon wieder dunkel. Jetzt weiß ich, was das Problem ist. Oh. Ja, warte mal, das ist schon wieder falsch. Hier. Verdammt. Hier. Hier geht. Also wirklich, weiß ich nicht. Ich glaube, Tani möchte uns mobben. Das ist für alles, was wir Bäumen in irgendwelchen Spielen angetan haben bisher. Ein Schneeball! Ja. Wo ist mein Bett? Also, knapp, aber also ich hab's gemerkt. Ich hab euch doch lieb. Schreibt ihr eine Rechnung für meine, also Füße und Schuhe? Stellt euch mal ein überschneites Kirschblütenbiom vor. Ist das nicht schön? Das wäre doch... Oh mein Gott, das ist alles nur Schnee. Oh, Schneehasis, oh. Ich hab gerade Quietsch gehört. Hör auf! Es hat sich wehgetan. Ich war's nicht. Ich hätte nie im Schneehase was getan. Oh Gott. Au! Seht ihr, ich habe mir schon selbst wehgetan. Vor lauter Trauer. Leute, habt ihr nicht gesagt, dass es auf jeden Fall noch eins gibt? Wie weit muss ich denn noch laufen? Also ich möchte mich ja jetzt nicht beschweren, also eigentlich schon, aber... Sind sehr selten. Ich hätte gesagt, wir hätten einfach da bleiben sollen. Ich hab's gesagt. Also bei dem, mit dem Dorf, wo ich mir dann einfach die Festung gebaut hätte. Bin mir totgegangen. Ich habe gar nichts gemacht. Bin unschuldig. Oh, schön Lava. Könntest du vielleicht mal hier schmelzen? Also alles, damit ich ein Boot fahren kann? Ich muss hoch, sonst laufen wir wieder im Kreis. Ja, hier geht. Alle 20.000 Blöcke auf ein passendes Biom treffen. Wetten, wir haben schon 500.000. Und Schnee ist ja wohl 3 Kilometer lang. Also mehr. Ich hab's keine Lust mehr, keine Lust mehr, das ist also mit 10, 1, 2, 3, 4. Hm. Ich sollte wirklich schnell wieder Wasser finden. Also ich meine, welches... Entschuldigung, bitte nicht in den Tod springen. Ja, ich bin furchteinflößend, ich weiß, danke. Ich muss ganz schnell wieder ins Wasser, das ist viel zu energiezehrend zu laufen. Laufen ist echt für Anfänger.
Statistiken, meinst du hier? Nee, das war falsch, F3. Wo bin ich? Nee, Menü. Strecke gefallen, 238 Meter. Was? I don't know. 7,29 Kilometer. Ja, seht ihr? Ich hätte schon längst wieder was finden müssen. Ich hab's zwar nicht gesehen, aber hey. Okay. Wir werden diesen Berg besteigen und danach dahinter, ne? Dahinter wird das schönste Kirschbiom der Welt sein. Ein richtig schönes Flachland-Kirschbiom. Also das ist ja immer noch der Berg. Also das zählt noch nicht. Weiß ich nur, wie weit er da. Sehr gut. Hä? Das ist ein Iglu. Hä? Chat, wer war von euch hier? Ist das eine Redstone-Fackel? Das ist eine Redstone. Was hilft mir eine Redstone-Fackel? Was ist mit einer Redstone-Fackel? Was sah an der anders? Jetzt kannst du Schaltung machen. Ja, aber also nur die Fackel. Also ist das gar nicht eine Fackel? Ich dachte, die wird unter Wasser brennen oder irgend sowas. Sag mal, wie viel Schnee denn noch? Warte, das sieht aus wie Stein ohne Schnee. Oh mein Gott, ist dahinter endlich kein Schnee mehr? Das Wasser. Ausschließlich in hügeligen. Nee, es gibt auch noch nicht so hügelig, hieß es. Hallo Schneehasis. Versuche euch nicht zu verjagen. Also was wir. Die Beschreibung hieß aber nicht mit nur. Bist du ein Steinbock? Ich bin auch Steinbock. Bist du ein Steinbock? Ja, ich auch. Guck mal die Ähnlichkeit, Chat. Au. Wow. Hey, ich bastel mir gleich echt mein eigenes Biom. Ey, das ist doch jetzt Schikane, oder? Kein Bock mehr auf dich, du Kackeis. Cornetto mag ich eh viel lieber.
Ja, aber wir hatten doch... Wir hatten doch, dass das in gemäßigten Gebieten nur ist. Was ist das? Ist das ein Farbfleck? Das ist ein Farbfleck. Oh mein Gott, was hat die mit meinen Haaren gemacht? Ich dachte, ich werde kahl. Oh, meine Augen. Ich will doch nur rosa. Ey, Leute, ich weiß auch nicht. Wie Eriks Walheim-Sumpfgebiet. Weißt du, beim Sumpf frierst du wenigstens nicht. Rechts oder links? Ja, Lurker. Rechts oder links? Chat, was sagt ihr? Rechts oder links? Da ist kein Rosa, ja. Menschen wie eben. Ja, ich hab gelesen, danke. Rechts. Könnte wohl sein, dass das keine politische Frage war. Ey. Jetzt weiß ich, was dieser Rechtsruck heißt. Habt ihr aber nichts Schönes ausgesucht? Toll. Ihr habt Steingebiete gefunden. Toll. Super Chat. Bin richtig stolz auf euch. Wenigstens kann hier weit und breit nichts passieren, weil, also, Entschuldigung, wir sind einfach komplett allein. Ich hatte kurz die Hoffnung, ihr habt einfach recht gehabt, aber... Ich meine, cool sieht's aus, aber das ist nicht rosa. Auf der anderen Seite war bestimmt rosa. Ich hasse diese 50-50-Entscheidung. Man ist immer falsch. Ist wie mit der Kasse. Gehe ich an Kasse 1 oder an Kasse 3? Ah, Kasse 1 sieht kürzer aus. Und Kasse 3 siehst du dann den, der drei Leute hinter dir, die er dich angestellt hätte. So. Wenn das die ganze Dose oder Schnitzel sterben, ist ja egal. Gut. Du, also ich weiß jetzt nicht so, Chat, ne? Also, das ist eine Spinne. Ich hoffe, da ist keine Sackgasse. Hallo, Spinnchen! Ich würde einfach wieder mein Einkauf. Diese faulen Leute. Also, wenigstens sehen wir den Mond. Das ist doch immerhin etwas. Ist auch sehr effizient, zwischen zwei Dingern zu kurven, weil dann siehst du beides. Ich hätte gern einen Überblick, wie oft wir an Rosa vorbeigelaufen sind. Also hätten wir einfach nur, keine Ahnung, drei Schritte weiter nach links oder rechts gemacht. Das ist übrigens der Grand Canyon. Hallo? Ich wollte euch den mal zeigen. Was ist das denn jetzt? Hä, was ist das? Ach, das Wasser. Sieht irgendwie so... Es sah nicht so wässrig aus. Was ist hier? Oh, Gottes Willen. Das ist ein Schwein, das ist aber rosa. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? War das gerade ein Plop? Und wie kommt... Oh, ich will da nicht hochklettern. Oh Mann! Das Kackboot immer. Denkt immer, das wäre ein U-Boot. So. So, und dann Aliop. Schlaf, Guxagurax. Grand Canyon.
Also. Das ist immer noch nicht richtig gewesen. Hier. Das sind Bienen. Leider sind die überall. Und nicht nur bei den Kirschblüten, sonst wäre ich sehr glücklich. Dschungel ist eher nicht so gemäßigt, oder? Oh Gott! Kommt's mir nicht so zärtlich ins Ohr. Wie romantisch. Baut nur Nazi-Eingänge um. Ja, das seid ihr. Ich weiß es doch. Ich kenne euch doch. So, zu viel Kohle kann man nie haben. Und wir haben ja ein bisschen was verbrutzelt. Was machen wir, wenn unser Reiseproviant weg ist, bevor wir ein neues Kirschblütending finden? Ich glaube, wir werden auf der Reise sterben. Ich glaube, wir finden niemals wieder Kirschis. Wir haben sie verlassen und jetzt hassen sie uns. Was ist das denn? Was ist das? Verdammte Kacke! Ist das ein Enderman? Danke für die Antwort. Oh. Ah! Oh Gott! Ja, Lörker, was denn? Hab doch alles gemacht? War doch alles gut? Die Reise zum Rosenpunkt der Erde. Also ich weiß nicht, was ihr habt. Das war alles gekonnt. Es war nicht nur ein Blockunterschied. Ich weiß nicht, was ihr habt. Oh Gott. Da sind Melonen, toll. Ich meine, Melonen sind schon toll, aber... Okay, wir gehen hier raus. Hier sollte man einigermaßen... Oh Gott. Leute, ich finde kein Rosa, da wird man halt ein bisschen lebensmüde. Ich kann auch nichts dafür. Gebt mir Kirschblütenbäume. Und dann können wir drüber reden. Aber ich sehe hier immer nur grün. Grün, grau, weiß, blau. Und niemals rosa. Grün ist nicht rosa. Und ich habe keine Orientierung mehr, weil ich die ganze Zeit irgendwo ausweichen muss. Gott, bin ich sauer. Gib mir jetzt Kirschblüten, sonst weine ich. Also, womit du ein Biom bauen könntest. Ich werde jetzt kein Biom mehr bauen. Der Zug ist abgefahren. Aua. Also, der Weg war ein bisschen zu lang, als dass ich jetzt noch sage, ja, komm, lass uns einfach... Das ist meine. Waldbrand. Komm bei The Forest, ich will raus. Ich will nicht mehr. Oh Gott, wie sehr... Bambus! Die Redstone-Fackel brauche ich nicht, oder? Die marginalisierten grünen Bäume waren. Tut mir leid. Ach, scheiß auf Federn. Gib mir Bambus. Bambus ist viel cooler als dein Kack-Federkleid.
komme ich hier denn jemals raus? Leute. Oh! Ein Kolibri! Ein Papagei? Was ist das? Wo ist Rosa? Ich gehe da nicht rein, da. Okay, du bist auf jeden Fall kein Kolibri. Sag mal, schießt da was auf mich? Wir gehen weg. Ja, du bist süß, aber die sind voll unhöflich hier alle. Die haben liebe rosa Bäume geklaut und jetzt schießen sie mich auch noch ab. Gott, das ist ja, also, Entschuldigung, hügeliges Gebiet ist ja eins, aber also grünes hügeliges Gebiet ist ja noch schlimmer. Papi. Ist das nicht eher ein Kakadu oder so? Haben die nicht so komische Kopfdinger? Ich habe so Angst, dass ich irgendwann durch einen Baum falle und dann einfach tot bin. Oh. 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 Scheiß auf Zuckerrohr, finden wir schon wieder. Mann! Ich will hier raus. Die ist doch ein Tod. Doch, ich will zurück zu meinem Biom. Warum habe ich jemals gedacht, dass es schlau wäre, es zu verlassen? Ich will nicht mehr. Au. Bitte nicht an... Oh, Hilfe. Ein Puma. Junge, finden Minecraft ist schon hart. Ja, vor allem, wenn man nicht dieses taktische Biom finden macht. Ich werde nicht aufhören können, bevor wir nicht dieses Biom finden. Ich meine, wir können nur froh sein, dass wir ein Bett haben. Stellt euch das Ganze mal ohne Bett vor. Ich muss ein rosa Biom verlassen. Nee. Au. Au. Und da jetzt wieder hoch. Oh ja, ernst. Kann ich hier rausfahren? Ich will hier nicht, okay. Schwein, du kommst nicht mit! Vielleicht dachte ich, mein Boot ist eine Schweinefrau. Wir fahren jetzt doch wieder Boot. Taktisches Biom finden. Irgendwas war doch, oder? Dass so, wenn du das Biom hast und das Biom, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das Biom hast, so und so hoch und dann das Biom und hier Biom und Boom Biom. Okay, den ganzen Weg zurück ist halt jetzt auch blöd, weil da kamen wir ja her. Ups. Was bringt mir eigentlich so eine dumme Uhr? Ich glaube nix. Das ist mit so, er mir auch. Also, ich bin halt auch gar nicht so dieser taktische...
Nachdenker bei sowas. So auch so Sadhu zum Beispiel so, ja, für das kriegst du so und so viel und dann kriegst du für das so und so viel und dann musst du das verkaufen, damit du das hast, damit du das hast und also alles so minimalistisch also ausrechnen. So, ich verurteile niemanden, der es so macht, aber für mich ist das halt gar nichts. So, dass du selbst so merkst, okay, gut, ja, dann baue ich das an, weil das hat am meisten gebracht. Okay, aber dieses so richtig so strategiemäßige, weiß ich nicht. Nee, du solltest eigentlich dahin. Nee? Wo ist mein Bett hin? Wo ist mein... Entschuldigung. Wo ist mein... Ach, das war ein Bug. Okay, man hat es einfach nicht mehr in der Leiste gesehen. Alles gut, ich hab's. Ich das nächste Cherry Blossom Biom sagt. Nein. Nein, ich bin das selber. Das hätten wir, wenn dann, von Anfang an machen müssen. Jetzt geht nicht mehr. Jetzt brauche ich diese Genugtuung, dass ich es finde. Sonst werde ich meines Lebens nicht mehr froh. Wo lang muss ich eigentlich? Ich habe alles vergessen. Wo bin ich? Nicht noch mehr Dschungel! Wir gehen nach da. Kam ich daher? Ich habe keine Ahnung mehr. Was wirst du dadurch mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen spielen? 2 von davon 4. Oder ja, jetzt 3 Truhen mit jedem voll. Ich bin halt, also so. Weiß nicht. Auch so dieses. Also, das erinnert mich immer an so Genshin. Ja, das ist ja voll das Kack-Team. Oder. Nee, das war nicht Genshin. Das war das. Oh, welches war das? Da mit den, wo du nur die Waffen hattest und deinen Charakter hattest. Was, Zare? Honkai? Welches von beiden war es? Von den anderen, die nicht Genshin waren? Ich bin lost. Komplett lost bin ich, Leute. Wir gehen jetzt runter. Ins Wasser. Konkret. So, ja, die Teamkombi macht ja gar keinen Sinn. Und dann meine ich so, ja, aber ich mag die halt am liebsten. Ja, und? Das ist ja schlecht. So mäßig, ne? Denke ich mir so, cool. Dein Genshin-Gruppe ist auch total sinnvoll aufgestellt und nicht einfach nur nach den größten Boobs. Richtig? Man kann es auch kaputt rechnen. Weiß nicht, wenn mir halt die 2 Eiswaffen am meisten Spaß machen, dann ist das halt so. Weiß nicht. Ob es sinnvoll ist, okay. Aber ich habe ja, also solange ich keine Probleme habe, muss ich ja nicht irgendwie krampfhaft irgendwas Gutes suchen. So ist der Damage gestaffelt. Keine Ahnung. Also wenn ich dann Probleme hätte, klar. Wieso habe ich jetzt 2 Sachen? Achso, weil ich Fleisch gegessen habe, genau. Kannst du Spaß beim Spielen haben? Frag ich mich gerade auch, wie kriege ich wieder Spaß in Minecraft? Ich will doch einfach nur das pinke Biom. Danach ist alles glücklich. Das sieht halt alles so cool aus, wenn es einfach nur pink wäre, ne? Wenn man random sieht, sind die Cherry Grove gar nicht so selten. Sagt das den Cherry Groves, also sag das mal uns. Ich weiß nicht, ob, also du, also weißt du? Multiplayer nicht, ich habe keinen Spaß, aber wenn mich immer einer maximal Meta-Wissen fertig macht, ich starte lieber Minecraft oder so rum. Deswegen spiele ich WoW super gern, halt so nicht irgendwie Mystic Raids oder so, Mythic Raids, sondern halt so LFR. So, ne? Weil da, keine Ahnung, es juckt die alle nicht. So, da spielt jeder, wie er will. Das ist halt so ein Multiplayer, der eigentlich fast Singleplayer ist. Es können auch NPCs sein.
Das ist schon wieder zu grün, ne? Es wird schon wieder Dschungel. Ich versuche diesem Kackdschungel die ganze Zeit zu entkommen und der kommt immer wieder, dieser Kackdschungel. Ich weine gleich. Medieval Dynasty. Ich würde echt gern noch mal Dingsbums Kirschblüten Dynasty, wie heißt das? Sengoku Dynasty würde ich echt gern endlich mal spielen, ne? Irgendwie vergesse ich das immer, dass wir das ja haben. Also aufgeschoben. So. Ich mich gerade ernsthaft im Kreis um dieses Dschungelbiom? Oder ist das so gigantisch riesig? Nur dieser Dynasty. Da war ja. Das sah halt auch echt gut aus. Also, wir haben es ja, also die Demo gespielt oder den Playtest besser gesagt. Und das war ja echt gut, aber es war halt in dieser blöden Zeit, wo alles stressig war mit den ganzen Releases. Man einfach nicht so den Kopf hatte für sowas Freies. Dann ist in der Regel. In der Riegel riesig. In der Riegel riesig. Sehr gut. Ich bin auch schon raus. Also. Ich will einfach nur ein Kack-Kirschblüten-Biom. Ich rost gleich aus. Also, Dschungel ist nicht gemäßigt, ne? Also, hier kann gar keins sein, richtig? Kann ein Nadelbiom eins sein? Ja, ne? Oder ist es wirklich nur das Grün-Grüne? Sieht alles gleich aus. Was, President Beagle? Was? Also Beagle sind sehr süß, aber also Präsident, I don't know. Gott, ich raste gleich aus. Hier ist kein Rosa. Warte mal. Kann ich irgendwie? Ich habe eine Idee. Also Optionen, ne? Grafikeinstellung. Können wir? Wir machen jetzt Grafikmodus schnell. So leid ich gar nicht weg. Lower side of the mountains, we can also generate standalone. Okay. Ja, wäre das unterhalb von Mountains gewesen, wäre schön, aber es war halt oben. Und dann hatten wir in der Mitte eine Schlucht. Deswegen, es war schon richtig, da nicht mehr zu sein, aber. Die Heizung angeworfen? Nee, dafür habe ich es ja hässlich gemacht. Ich sehe zwar nicht so viel Unterschied. Das ist halt Minecraft. Was, darin, also was ist daran schlechter als beim anderen? Naja. Was ist das denn jetzt? Ist das Bambus alles? Ich meine, ich liebe Bambus, aber also normalerweise hätte ich auch Bambus vorgezogen, aber dadurch, dass es Kirschblüten gibt, ich meine, was will ich mit Bambus, ne? So, wir gehen jetzt hier ganz hoch und dann gucken wir weit und breit, ob wir irgendwas sehen. Verdammte Kack-Dschungel-Kacke. Ich raste gleich aus. Nee, doch nicht. Ich sehe Schweinchen, die sind rosa. Ich baue mir gleich aus Schweinchen einfach ein Haus. Chat, ich weine. Da waren Melonen, ich weiß. Aber ich habe keinen Platz mehr. So, andere Seite. Vielleicht ist da ja was.
Komm, ist wenigstens kein Dschungel. Ich weiß nicht, in welche Richtung wir unterwegs sind. Nicht nach rechts oder hinten. Dankeschön, Kleepy, für 24 Subgifts. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Da ist Tanuki dabei. Hat Tanuki Kirschblüten. Dankeschön, Kleepy, für Subgift an King Nathan, Lima, Dekurion, an Zero Day Game, an Palutinava, an Blockbuster, an Kyoko, an Greenie, an I1336874, Torum, Re, Zocker Tobi, Your Bubblegum, Tanuki, Mr. Bones, Fluffyana, Holy Schnitt, Tolki Wulki, Black Mamba, Pulverboys, Lisa Lacker, Le Phoebe, Odins Sohn und Kaffee Junkie. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, Kleepy. Sab Sapura. Dankeschön, Nö. Kaffee, die 140. Dankeschön, Dankeschön. Ich finde eine ordentliche Zahl. Hm? Hm? Warte. 1500. Dankeschön für insgesamt 1500 Subs. Dankeschön. Also Gifts. Subgifts. Dankeschön. Dankeschön. Leute, ich weiß nicht, ob sie irgendwann mal rosa wird. Ich hätte es früher einstellen sollen, so, ne? Ach, ich hätte sogar Platz gehabt. Naja. Leute, ich bin echt ein bisschen verzweifelt. Ich mach gleich einfach alle Schafe wieder rosa. Wie komme ich denn da jetzt rüber? Danke, sind immer noch für die zwei Subgift. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön für Subgift an Mad Meats und an einfach Möb. Dankeschön. Dankeschön. Schon ein kleiner Unterschied, ja. Yep. Rucke. Aber es lädt halt auch echt stockig nach. Aber gut. Ich sag einfach, das ist eine gute Sache, dass das so stockig nachruckelt. Weil es einfach ein neues Biom lädt. Und jedes neue Biom könnte Cherry sein. Wir haben auch Kürbisse gesehen, als wir dann zum Cherry kamen, richtig? Oh nein. Okay, ist nur die rechte Seite. Ich dachte schon, es wird wieder. Schlaf gut, Kleepy, träum was Schönes. Und viel Spaß morgen auf dem Weihnachtsmarkt. Dankeschön, Lockgefühl. Subgift an Kirschblüte. Dankeschön. Vielen Dank. Vor allem 02. Ja, wir brauchen die 02er. Oder 2.0. Mir egal wie rum. Ach, Kacke. Es wird ja dunkel. Schaf, möchtest du mit mir schlafen? Also ins Bett. Also nicht ins. Also egal. Das klingt so oder so falsch. Das war nicht, was ich damit ausdrücken wollte. Aber gut. Mit Mühe schaffen. Gut. Ah. Ich will doch nur ein Biom, das rosa ist. Wie spät ist es? Oh, verdammte Kacke. Ich muss zum Arzt. Ich wollte nicht so lange machen. Genau deswegen haben wir heute kein Minecraft gespielt, übrigens. Weil sonst genau das passiert wäre, ja? Hoffe, ihr habt es jetzt verstanden. Als Tribut. Schlafschafe. Wenn ich so schlafe, bin ich immer dabei. Nimm dir ein Schaf, da waren genug. Ach, verdammte Kacke. Alles, was rosa ist, sind Schweine. Hier wäre halt so prädestiniert zu bauen. Weg. Sonst schubse ich Kühe.
Okay. Bisschen scharf färben. Ja, aber das wird ja dann auch nicht. Also macht ja dann nicht die Bäume rosa. Aber ich glaube, wir haben einigermaßen geschafft, den Dschungel zu umlaufen. Wir hätten ganz viele gefärbt, ja. Ich wünsche mir fast schon das Meer zurück. Ihr wolltet nach rechts, nach links wären sofort rosa Bäume gewesen. Wetten? Aber wir haben ja jetzt auch erst die 32-Chunk-Sichtweite gemacht. Das heißt, ab jetzt finden wir ja locker Kirschis. Leute, links, es gibt keine, also ihr seid gleichgeschaltet. Also wenn Mehrheit-Chat sagt rechts, dann wollt ihr alle rechts. Es gibt keine Unterscheidung bei euch. Ihr seid eine homogene Masse. Ihr seid eins. Okay. Total bescheuert, aber ich bin faul. So. Wir sind eins. Hi, Freund. Ja. Danke für den Hype Train. Dankeschön. Arigato gozaimasu. Was ist das da oben? Oh nein, schon wieder. Da will mich doch schon dann wieder jemand töten. Immer wenn ich frage, was das ist, dann will mich jemand töten. Ich hab's langsam durchschaut. Mäh, ihr Schafe.